Es ist gut möglich. Gut möglich, dass ich ihn mag. Du magst ihn. Sekunde, du magst ihn? Meg! Was? Du hast mit ihm geschlafen. Ich weiß. Es war ein Spielzug, eine Masche. Und da gibt's kein Zurück. Es war kein richtiger Spielzug. Wir haben einfach aufs Tor geschossen. Des Weiteren können wir neue Spielzüge entwickeln. Wir sind intelligente Leute. Aber du kannst auf diesen Geschichten keine Beziehung aufbauen. Das weißt du, Meg. Sie sind nicht echt. Oh, ach ja, aber die bei Bumble sind's. Und die bei Tinder, ich bitte dich. Erinnerst du dich an den, der mir gesagt hat, dass er für die Columbia-Universität arbeitet? Hat er? Ja, als Teil einer Studie in der Psychiatrie. Einer bezahlten Studie. Es ist irreführend, das will ich damit sagen. Nick ist erwachsen. Weißt du, bei ihm steht ein Foto, auf dem er zu sehen ist. Mit seinen Eltern eingerahmt in der Wohnung. Hm. Was meinst du, wie viel Prozent meiner Dates haben ein gerahmtes Bild von sich und ihren Eltern? Deinem Ton nach zu urteilen, null. Nick hat Geschirrsets, die komplett sind und Seife, die nach Lavendel riecht und Sandelholz und Bücher ohne Ende. Er hat die dicksten Bücher. Hm. Klingt gut. Die Jungs, die ich in Bars und Clubs kennenlerne, sind einfach nur Kinder. Weißt du, was meine Oma gesagt hat? Sie hat gesagt, dass sie wahrscheinlich längst tot ist, wenn ich mal heirate. Oh. Sie hat vielleicht recht. Ich bin 33 und halte es nicht mehr aus. Und ich will einen Erwachsenen.